Ja, herzlich willkommen, Herr Siegbert Dröse, bei mir im Studio und wie bei allen anderen Kandidaten, die heute gewählt wurden. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank, Frau Gloss. Ja, es ist nun der Listenplatz 12 geworden. Wie zufrieden sind Sie damit? Es ist ehrlich gesagt sogar der Listenplatz 11. Und wir sind natürlich für Sachsen, alles gut. Ne, ging ja tüchtig durcheinander. Wir sind natürlich aus sächsischer Sicht sehr zufrieden. Ich bin auch persönlich sehr zufrieden. Wir haben uns ja, also ich habe mir ein bisschen Expertise in Europafragen und Europapolitik angeeignet im letzten Bundestag. Und ich freue mich heute so. Ich bin auch sehr mit meinem Ergebnis zufrieden. Hätte ich nicht erwartet, so deutlich. Danke. Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie sind ja eigentlich vorher Bundestagsabgeordnete gewesen. Jetzt geht's ab nach Europa nächstes Jahr. Wie groß ist die Herausforderung? Ich habe es in der Rede ein bisschen gesagt, was wir eigentlich wollen. Ja, die EU ist nicht reformierbar, ist kein Geheimnis mehr in AfD-Kreisen und dort müssen wir ran. Also die muss eigentlich neu erfunden werden und es ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil man zugegeben auch noch immer in der deutschen Bevölkerung noch viel Liebe oder wie auch immer gegenüber der Europäischen Union hat. Und das ist natürlich überhaupt nicht berechtigt. Und das müssen wir deutlich besser erklären, dass dort Reformbedarf besteht und eigentlich richtigerweise der Reformbedarf so groß ist, dass wir ein Reset, Neudeutsch, aber eigentlich einen Neustart brauchen für Europa. Und Europa neu denken, die Parole, der Leitspruch unseres Europawahlprogramms, was er ja, glaube ich, werden wird, trifft es genau richtig. Also wir brauchen einen Neuanfang für Europa, eine Riesenaufgabe. Was nutzt Ihnen denn Ihre Expertise, die Sie im Bundestag schon erworben haben, dann in Europa? Es ist zum einen insofern interessant gewesen, dass wir gar keine Parteien mehr von den Altparteien haben, die Vertreter überhaupt nicht mehr deutsche Interessen vertreten. So, und das ist erstmal von der Seite her, wenn man erstmal einen festen Standpunkt hat, schon mal ein bisschen durchs Leben gegangen ist, ja, klare mit unserem Programm in keinster Weise fremdelt, sondern das eigentlich umsetzen will. Ja, wir haben ja unheimlich viele Leute in der Programmkommission mitgemacht. Ne, also das ist ein knackiges Wahlprogramm, da bin ich sicher, was wir nächste Woche beschließen werden. So, und wenn man das als Grund Überzeugung oder als Rüstzeug mitnimmt nach Europa, was ich hoffe, was klappt. Das ist natürlich die beste Voraussetzung. Also einen festen Standpunkt, klar darüber sein, dass Europa nicht zu reformieren ist, die heutige EU, meine ich, nicht zu reformieren ist. Und dann, denke ich, werden wir mit einer großen Delegation dort ordentlich Betrieb machen und nehmen den Platz im EP, im sogenannten Europäischen Parlament ein, der uns eigentlich zusteht. Die Frage ist, Sie haben bisher im Bundestag sich ja thematisch positioniert. Sie kennen sich mit EU-Fragen gut aus. Wissen Sie schon, oder das muss natürlich erst ausgehandelt werden, aber wo werden Sie sich thematisch dann im Europaparlament einordnen? Ich war ja im letzten Bundestag Berichterstatter für die Westbalkanstaaten, die wir ja richtigerweise nicht aufnehmen wollen. Ich war Berichterstatter Assoziierungsabkommen, die osteuropäischen Staaten. Türkei sollte nicht beitreten. Das waren so meine Berichterstatterfelder und ich würde natürlich gerne in dem Bereich weiterarbeiten oder wieder ansetzen, weil es ja, glaube ich, immer noch so ist, dass die EU unbedingt größer werden soll. Und wir wollen natürlich nicht, dass sie größer wird, sondern wollen sie verkleinern und am Ende eben, wie gesagt, mit einem Neustart versehen als Wirtschaftsunion im Wesentlichen. Und da gibt es viel zu tun. Und das wären so eigentlich meine schönsten Spielfelder. Aber Sie haben es schon gesagt, Frau Kloss, ist es natürlich so, dass der Mensch denkt, Gott lenkt. Aber ich denke, wir werden gute Kollegen werden im Europaparlament, also im sogenannten Parlament. Und das wird sich finden. Ja, also ich bin Diener der Partei und es wird sich eine Aufgabe für mich finden lassen. Da bin ich überzeugt davon. Ein großer Unterschied ist ja die Präsenz im Bundestag im Vergleich zum Europaparlament. Im Bundestag hat man es viel leichter, weil eben zum Beispiel die Reden bei Phoenix übertragen werden. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie diese mediale Präsenz auch für sich dann im Europaparlament herstellen wollen? Ja, ich glaube, die Entscheidung ist ja gestern gut gewesen, dass wir Mitglied der ID-Parteifamilie werden wollen. Und ich gehe fest davon aus, dass man natürlich Strukturen hat, die das Gesagte der Abgeordneten in die Welt bringen kann. Wir haben, denke ich, auch selber jeder Interesse dran, das Gesagte. Wir sind ja überzeugt von unserem Programm, ne, was wir beschließen werden. Also ich gehe fest davon aus, dass wir einen entsprechenden Stab haben und ist ja uns in Deutschland gut gelungen mit unseren Independent-Medien, mit den eigenen Medien. Ne? Also es gibt ja Antrag, AfD-Fernsehen ist, glaube ich, nicht behandelt worden. Ja, aber es gibt, ich sehe hier drei Radiosender. Also es gibt Möglichkeiten, wo wir sagen, fernab von der Nichtpräsenz in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die wir uns ja quasi verreisen oder wo wir nicht vorkommen, haben wir eine eigene Medienlandschaft uns eigentlich aufgebaut oder die in der Nähe der AfD stehen, die also uns auch mal wahrheitsgemäß wiedergeben, nichts verdrehen. Und das, denke ich, ist die gute Chance, dass wir unsere Ansätze und wie gesagt als große Gruppe, was wir hoffentlich werden, die dann auch entsprechend transportieren, die Inhalte. Und das wird ein Erfolgsweg, denke ich. In Sachsen ist ja nächstes Jahr auch Superwahljahr sozusagen. Die Europawahl steht nicht allein. Wie gut werden Sie das kombinieren können? Also wir gehen ja davon aus, wir haben ja unheimlich viele Mandatsträger, Kommunale, schon beim letzten Mal erreicht.
wir wollen derzeit natürlich, die Kommunalpolitik ist heute mehrfach angesprochen worden, da müssen wir deutlich stärker werden, auch in Sachsen. Wir konnten eine ganze Reihe von Mandaten ehrlich gesagt nicht besetzen. Das muss besser werden. Wir haben einen Lauf derzeit, wir haben Umfragewerte, die sind von uns allen erarbeitet worden. Ich freue mich auch besonders, das möchte ich erwähnen, dabei bei den Westverbänden, dass es dort richtig losgeht. Also der Westen wacht auf. Also das kriege ich immer wieder gespiegelt, dass man dort nachgefragt wird. Und zu Sachsen zurück. Wir gehen natürlich von einem sehr guten Kommunalwahlergebnis aus. Und das ist so ein bisschen der Lackmustest, sagt man ja so ein knappes halbes Jahr vorher, wie es dann zur Landtagswahl ausgeht. Also wir werden mit einem sehr, sehr guten, erstklassigen, weiterentwickelten Ergebnis zur Kommunalwahl, hoffentlich natürlich auch zur Europawahl. Ne, da kann man sich auf Sachsen übrigens verlassen. Und ich gehe davon aus, dass das so der Einstieg ist für ein kolossales Ergebnis am 1. September nächstes Jahr. Also AfD wählen. Ja, besser könnte ich es auch nicht sagen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Glück und viel Spaß im Wahlkampf. Und danke, dass Sie bei uns waren. Danke sehr der Nachfrage.